guck mal, das sinkt. Nein. Er hat gewonnen. Okay. Das scheint am Ende doch noch ein bisschen schwerer zu werden. Aber hallo, Harry. Alles klar. Oh nein, das war ja noch übler als bei mir. Hallo, Harry. Lust auf eine Runde Koboldstein? Okay, spielen wir. Kennst du Koboldstein, Boccia? Du hast 4 Versuche, um deinen Stein so nah wie möglich an den Setzstein zu werfen. Wer am nächsten dran ist, gewinnt. Los geht's. Okay, er fängt wieder an. Das ist ganz angenehm. Dann mal los. Also es wird auf jeden Fall schwer. Oder es ist Ben. Ich glaube, es wird wirklich schwer. Ja. Gut. Ja, versucht es jetzt tatsächlich von mehreren Seiten. Ich denke, ich darf nicht schon wieder mit meiner Kugel seine Anstoß. Mit meiner Kugel seine Anstoß. Hey, ich bin immer noch mehr. Das war jetzt sehr, sehr erfolgreich. Warum treffe ich es nicht da, wo ich es treffen will? Egal. Okay. Ich habe nicht so ganz verstanden, glaube ich, was ich da mit Schilde führte. Von wo mache ich sie? Einmal ganz rum. Wieder von der Seite. Bleib stehen, bleib stehen. Das war doch ganz perfekt. Jetzt stehe ich. Dann mal los. Ich muss jetzt eigentlich hoffen, dass er nicht ganz nah ran kommt. Oh, dieses Arschloch. Jetzt regst du mich. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Aber meine Idee ist, wenn ich die weiße Kugel in die Richtung der roten Kugel schlage. Hallo? Jetzt verhungere nicht. Oh nee, das ist nicht der Ernst, oder? Ich habe wirklich hier wie immer ganz doll gemacht. Jetzt muss das Ganze nochmal spielen. Oh nein, das war ja noch übler als bei mir. Hallo Harry, Lust auf eine Runde Koboldstein? Ja, okay, spielen wir. Mal sehen, wer näher dran kommt. Genau. Ich lege mich mal jetzt ein bisschen zurück, damit ich mal ein bisschen mehr Überblick habe. Gleich ist es ja geblieben. Also noch einmal das Ganze. Ja, das war noch. Dann mal los. Das raubt mir gerade echt den letzten Nerv. Okay. Die Kugel wegschlagen und meine daneben schlagen. Perfekt. Das ist eigentlich so eine affige Art, weil ich kann ja eigentlich kein Kobold. Also ich wüsste jetzt nicht, dass Harry in irgendeinem Film mal Koboldstein gespielt hat. So, hau ab, ich gehöre hier hin. Aber gut, dass Harry rote Kugeln hat schon. Gut! Ja, kannst mal sehen, ne? Ich bin nicht so blöd, wie ich denke. Was war das denn jetzt für ein Satz?
Genau. Ja, das ist das, was ich bezwecken wollte. Ganz schön nah! Das sagst du mir, der Kügel eben fast berührt hat. Bitte, 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 bitte nicht. Jetzt muss ich die wieder wegschlagen. Das ist so anstrengend. Das war so klar. Ich bin gerade in der Versuchung, ob ich das mal probieren sollte. Jetzt müsste eigentlich meine rote wieder am nächsten sein oder seine andere. Guter Wurf! Meine rote. Gut. Das heißt, ich wollte jetzt extra mal die weiße bewegen, um herauszufinden. Los, lass sie verhungern. Warum muss ich immer mit dem letzten Wurf alles wegkugeln? Das ist jetzt sehr riskant, aber ich will mal wissen, was passiert. Eigentlich müsste es ja funktionieren. Ganz schön nah. Ich habe 3-mal gewonnen gegen den Ravenclaw-Champion. Damit müsste ich eigentlich... Nach Hogwarts werde ich in den Mysterium. Ja. Boah, das ist unschön. Wenn du Zauberkunst üben möchtest... Wir sagen bald zum Gemeinschaftsraum gehen und nachsehen, ob es Neuigkeiten gibt. Nein, ich muss mir die Haare waschen. Hallo. Das ist doch echt. Mädels. Okay, dann laufen wir einfach mal weiter, wobei ich gerade überlegen bin, ob ich hier noch... Ach nee, da war da, der Wasserspeier ist ja ganz woanders. Dann laufen wir erstmal über die Brücke rüber. Ich glaube, hier... Dieses Schwank, das die Brücke ist, ist sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, hier am Ende an den Seiten können wir es. Oh, hier ist es. So, hier finden wir genau Blümchen. Ich glaube, das ist Blumenlauch. Gut zu wissen, dass du glaubst, dass es Blumenlauch ist. Ich bin am Ort, was an der Seite. Da haben wir gerade eine Fackel gesehen, da ist noch mehr Blumenlauch übrigens. Incendio! Actio! Ah, ich weiß. Wingardium Leviosa! Da kann man nämlich raufklettern. Grandios! Ah. Okay. Ihr seht schon, ich muss selber erstmal nachdenken, was man hier so alles noch so
anstellen kann. Da drüben ist wieder... Ich glaube, das ist Blumenlauch. Aktion! Okay, also irgendwas können wir mit dem Blumenlauch noch anstellen, aber jetzt noch nicht. Ich frage mich gerade, ob wir als erstes nochmal nach dem Fußboden gucken, weil hier soll es ja auch Tierspuren geben. Ich frage mich nur gerade, ob hier oben schon irgendwo eine rumsteht oder ob das die erst da unten erfüllt. Können wir was mit dem Stein machen? Wingardium Leviosa! Ich weiß es gar nicht, wo der hingehört. Ich bin gerade an der Versuchung. Einfach mal hier runter zu laufen. Okay, der Stein rollt einfach irgendwo lang. Ich bin gerade echt am... Aber ich meine, die Türspuren waren zu erkennen. Ich laufe jetzt mal runter. Da ist noch mehr. Ich glaube, das ist Blumenlauch. Merken wir uns einfach mal. Und wir gucken auf den Fußboden, weil wir wollen ja noch, wir müssen ja noch drei Tierspuren entdecken. Und ich meine, die sind hier irgendwo an den Seiten. Sind hier irgendwo zu finden. Hagrids Hütte. Da ist Ernie. Wir haben ihm noch nichts von dem DA-Treffen erzählt. Ja, ich weiß. Dann erzählen wir erstmal Ernie was von ihm. Hey Ernie, wir haben einen Raum für die DA gefunden. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht. Ich versuche die Hausaufgaben für Snape zu machen. Seid ihr schon fertig? Hausaufgaben? Wir müssen für morgen Zutaten sammeln. Hast du die Zutaten etwa noch nicht, Harry? Wann soll ich das bitte schön gemacht haben? Ich habe die ganzen anderen Aufgaben, die Strafarbeiten von Umbridge und bringe euch Verteidigung gegen die dunklen Künste bei. Kein Grund, so gereizt zu sein. Hör zu, du suchst 5 Blumenlauchpflanzen und eine Alraune. Und ich besorge die anderen Zutaten. Und wo finde ich die Zutaten? Professor Sprout hat Alraunen im Kräuterkunde-Gewächshaus. Und Blumenlauch wächst auf den Ländereien. Da brauchen wir uns also bloß umzusehen. Weiß sie eigentlich alles? Du musst noch 2 Aufgaben. Und ich bin noch gerade am Blumenlauch vorbei. Also, das ist so... Hast du dieses Blumenzeug, Harry? Jetzt haben wir einen Blumenlauch. Fehlen noch 4. Das ist also Blumenlauch. Was habe ich da nur letztens in meinen Trank gemischt? Oh, Ron, kein Wunder, dass dein Trank orange geworden ist. Besser als Gold. Seiner hat ein Loch in den Kessel gebrannt. Wingardium Leviosa! Oh, Scheiße. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, ich habe wieder was gefunden. Noch 20 bis zum nächsten Aufstieg. Das heißt, da wird nicht gleich... Da vorne ist jetzt eine Riesling-Kiste. Muss ich dann die Riesling-Kiste jetzt an? Oh, Harry! Genau, die... Depulso! Ach ja, jetzt kommt sie wieder. In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Hi, Mutter. Okay. Ich frag mich gerade.
Ach. Wingardium Leviosa! Krieg ich den auch noch auf? Nee, der geht nur kaputt. Also in einem Kürbis hier war was drin. Ich kann die Eile darauf schicken. Ich wedel hier immer. So, da ist noch eins. Was zeigt ihr denn hier? Hier ist noch eins. Ein Hippogreifabdruck. So. Hier auf dem Fußboden. Oh. Nein, das ist nicht. Also diese Fußspuren sind tatsächlich recht schwierig zu sehen. Ich meine, dass hier hinten noch irgendwo ein.